Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Weltweit wird in dutzenden Ländern noch immer die Todesstrafe eingesetzt, aber wann wurde eigentlich in Deutschland zum letzten Mal jemand hingerichtet? Es war nicht im Krieg oder kurz danach, sondern in den 80er Jahren, also vor ziemlich exakt 40 Jahren in der DDR, in der die Todesstrafe fast bis zum Schluss noch zum Instrumentarium des Staates gehörte. Der Spielfilm Nachschuss beleuchtet dieses wenig bekannte Kapitel der DDR-Geschichte hochkarätig besetzt mit David Striesow, Luise Heyer und Lars Eidinger. Sag mal, wie kommst denn du an so eine Wohnung? Beziehung. Auch in der DDR ließ es sich durchaus komfortabel leben, wenn man nicht anneckte und gut vernetzt war. Das sind Boxen? Dr. Franz Walter steht sogar eine glänzende Karriere bevor. Direkt nach der Promotion an der Humboldt-Universität wird ihm nicht nur eine Neubauwohnung, sondern auch noch ein Lehrstuhl angeboten. Aber vorher soll er noch seine Systemtreue beweisen und sich beim Geheimdienst bewähren. Sie sind dafür vorgesehen, meine Professur zu übernehmen. Danke. Gratulation. Sie würden allerdings zunächst in die Hauptverwaltung Aufklärung gehen. Ich verpflichte mich zum Dienst im Ministerium für Staatssicherheit. Es gibt weitaus schlechtere Jobs. Im Rahmen seiner Arbeit darf Franz sogar in den Westen ausreisen, um dort einen geflüchteten DDR-Sportler unter Druck zu setzen. Ein paar Zentimeter. So waren wir da und doch nicht da. Mit perfidesten Methoden soll dessen neues Leben in der BRD torpediert werden. Er beleidigt unser Volk. Selbst wenn man dafür der Frau der Zielperson eine falsche Krebsdiagnose ausstellen muss. Wir gehen davon aus, dass Langfelds physische und psychische Leistungsfähigkeit ab sofort stark geschwächt ist. Und er es unter dem Eindruck der lebensbedrohlichen Erkrankung seiner Frau in Betracht zieht, zurück in sein Vaterland zu kommen. Ich bin noch nicht fertig. Gedreht wurde Nachschuss unter anderem in der originalen Stasi-Zentrale. Auch wenn sich die Regisseurin Franziska Stünkel im Drehbuch kreative Freiheit nimmt, geht es darum, authentisch zu zeigen, wie der DDR-Geheimdienst mit Regimegegnern umging, aber auch wie er die eigenen Leute auf Linie hielt. Schuld ist übergelaufen. Er sitzt beim BND und lässt die Agenten hochgehen. Das macht er. Nur der ist durchgedreht. Kopf ab, hat er gesagt. Was? Was ist los mit dir? Alles in Ordnung? So, da gibt es eine Schlüssel. Szene, wo er gebeten wird, jemanden zu bespitzeln. Und er hat gesagt, das kann er nicht. Und dann sagt das Gegenüber, ja, dann sieht es mit der Operation deiner Mutter nicht gut aus. So, und das finde ich so das Zentrale an dem Film, eigentlich ja, nachvollziehbar zu machen, wie es dazu kommt, dass man Teil dieses Systems wird. Franz entwickelt zunehmend Skrupel gegenüber den Methoden der Stasi. Er beginnt, die eigenen Aktionen zu sabotieren. Gesprochen. Was wolltest du von mir? Zunehmend belastend der Druck und die Geheimhaltung auch seine Ehe. Schließlich vertraut er sich aber doch seiner Frau an. War diese Offenheit vielleicht ein Fehler? Als er verhaftet wird und Beweise gegen ihn gesammelt werden, versuchen die Genossen auch, das Paar gegeneinander auszuspielen. Kann vorkommen, dass wir Ehefrauen verpflichten. Ich glaube Ihnen nicht. Ach, wirklich nicht? Das macht keinen Sinn. Ihr Partner sind viel zu loyal. Wenn die Ehe glücklich ist, vielleicht. Nachschuss, benannt nach der Hinrichtungsmethode, die die DDR-Justiz für besonders human hielt, ist nicht nur ein Spionage-Thriller und ein Geschichtsdrama, sondern auch eine Love-Story. Warum ist er tot? Ich will da raus. Dagegen komme ich nicht an. Die beklemmende Atmosphäre erinnert an den Filmerfolg Das Leben der Anderen und schauspielerisch muss der Film sich hinter dem Oscar-Gewinner nicht verstecken. Über manche Filme sollte man vorab möglichst wenig wissen, um die Spannung zu bewahren und die Geschichte unvoreingenommen zu entdecken. Die Welt wird eine andere sein, ist definitiv so ein Film. Alles, was man darüber wissen muss, ist, dass Regisseurin Anne-Sora Berachet alle ihre Filme mit viel Einfühlungsvermögen angeht, so wie bei ihrem Film 24 Wochen mit Julia Jentsch. Auch Die Welt wird eine andere sein ist ein sensibel erzähltes Drama mit politischem Hintergrund, in dem Geheimnisse eine Beziehung zu zerstören drohen. Truth. What's the most dangerous thing you've done? Es beginnt als harmlose Romanze zwischen zwei Studenten. Asli ist Deutsch-Türkin, Sayed ist fürs Studium aus dem Libanon nach Deutschland gekommen.
I know we just met each other, but it comes from my heart. Asli ist Sayed sofort verfallen. Eine Liebe zu einem Araber, die nicht jeder verstehen kann oder will. Ihr wollt doch auch bald zusammenziehen, oder? Es ist ein Kommilitone. Ah, kick. Bis nah musst du beeilen. Asli! Doch die junge Frau ignoriert alle Einwände ihrer Familie und heiratet den Mann, dem ihr Herz gehört. Du musst immer bei mir bleiben. Du musst meine Geheimnisse bewahren. Ich liebe dich. Eine Liebe, die tatsächlich blind macht, das eigentlich Offensichtliche einfach ausblendet. Du lügst mich an. Ich habe mein Wort gegeben, niemandem zu sagen. Ich sage zu dir, ich werde verreisen. Ich kann nicht mehr sagen. Du hörst dich an wie ein Fanatiker. Und genau das ist Sayed. Radikalisiert und instrumentalisiert vom IS. Eine Tatsache, die Asli wohl lieber verdrängt, als sich damit auseinanderzusetzen. Du musst niemandem sagen. Ich schwöre. Bis zum 11. September 2001. Meine liebe Co-Pilotin. Das packende Drama Die Welt wird eine andere sein erzählt die fiktionalisierte Geschichte eines der Terroristen vom 11. September konsequent aus der Sicht seiner Frau. Bist meine Frau? In 5 eindringlichen Kapiteln über 5 Jahre vollzieht sich Sayeds Wandlung, während Asli scheinbar hilflos daneben steht. Warum machst du das? Trifft sie deswegen eine Mitschuld? Hätte sie eingreifen können, sogar eingreifen müssen? Hast du ihn denn richtig gekannt? Und wenn etwas Kriminelles ist, willst du ihn denn trotzdem decken? Fragen, auf die es zwar keine Antworten gibt, die einen aber nicht mehr loslassen. Gibt es noch jemand anderes, den ich fragen kann, der hier arbeitet? Ein hochbrisanter Film mit einer mitreißenden Hauptdarstellerin, der aufrüttelt, berührt und lange nachhallt. Ein gewöhnliches Reitpferd bekommt man schon für ein paar tausend Euro. Wenn es ein Rennpferd sein soll, werden schon mal astronomische Summen fällig, für die manche Fußballclubs sich einen international gesuchten Mittelstürmer zulegen. So viel Geld hatte die walisische Kellnerin Jan Vokes, hier verkörpert von Toni Collette, nicht, als sie sich entschloss, unter die Pferdezüchter zu gehen. Wie sie dennoch an ein vielversprechendes Fohlen kam und es ohne jede eigene Erfahrung zum Champion hochpäppelte, das erzählt die sehr kurzweilige, aber komplett wahre Geschichte von Dream Horse. Na, wie geht's uns heute? Na, zumindest Jan geht es nicht allzu gut. Irgendwie fehlt ihr die Perspektive im Leben. Die Lösung? Ich will ein Rennpferd züchten. Und ich werde nächsten Samstag im Rugby-Team für Wales auflaufen. Klingt nach einem Scherz. Schließlich hat Jan keinerlei Erfahrung mit Rennpferden. Doch ihr Traum ist größer als alle Vorbehalte. Also, ich habe den Anfang gemacht. Heißt das, Sie haben ein Pferd gekauft? Genau. Das nun decken zu lassen, kostet allerdings noch mal jede Menge Geld. Doch auch hier hat Jan eine Lösung. Wir gründen ein Syndikat. 20 Leute im Dorf zahlen 2 Jahre lang ein Zehner wöchentlich ein. Tut mir leid, Jan, kein Bedarf zurzeit. Durch den Skandal mit der Pferdelasagne. Tatsächlich findet sie schlussendlich genug Unterstützer in dem walisischen Dorf, die alle in das Pferd investieren. Wenn ihr alle gut genug seid, ein verfluchtes Rennpferd zu besitzen, bin ich es erst recht. Wenn der Zirkus schon in der Stadt gastiert, möchte ich in der ersten Reihe sitzen. Endlich genug Geld für... Unser Hengst ist dafür bekannt, seine Verehrerin glücklich zu machen. Viel Spaß, Mädchen. Alles erledigt. Hoffentlich hat er ihr vorher einen Drink spendiert. Einen überaus potenten Hengst. Gott, du bist ja so süß. Und in der Folge ein überaus vielversprechendes Rennpferd. Wir nehmen an einem Rennen teil. Unser Pferd wird ein Rennpferd! Die wahre Geschichte eines Traums, die in der Komödie Dream Horse sehr charmant und mit typisch britischem Humor umgesetzt wurde. Hey, der Hosenstall ist offen. Der Käfig mag offen sein, aber die Bestie schläft. Warmherziges Wohlfühlkino mit einem liebenswerten Ensemble rund um die herzige Toni Collette. Für das hier bist du geboren worden, Dream. Das war das Kinoressort bei Tagesschau24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.